Oshedia Orgai, mein Name ist Mohammed und ich bin Ihr Reiseführer durch Donnerfels. Betreten können wir die Hauptstadt der Tauren über einen der Fahrstühle. Dass die Fahrstühle offenbar in der Luft schweben und absolut keinen Antrieb haben, ignorieren wir jetzt einfach mal. Vielmehr solltet ihr euch die Frage stellen, was das für eine Plattform hier unten ist. Früher wurde sie von Schamanen als Zielscheibe genutzt, um ein Spiel daraus zu machen, wenn 40 Allianzler gesammelt einen Fahrstuhl benutzt haben und man ihnen dann vom Fels wieder runtergeholfen hat. Ohne Fahrstuhl. Heute wird sie als Tanzfläche oder Helikopterlandeplatz verwendet. Glaube ich. Beginnen wir mit dem Zentrum von Donnerfels, welches als einziges Stadtteil aller Hauptstädte in WoW keinen eigenen Namen hat. Nennen wir es einfach Zentrum von Donnerfels und ein fettes Totem. Reloaded, weil da ein fettes Totem ist. Ja. Im Totem befindet sich ein Windreitermeister ohne Windreiter und ein bisschen Stroh. Das Zentrum selbst teilt sich um dieses Totem herum in drei Teile auf, die sich anhand der Farben der Zelte unterteilen. Rot, Gelb und Blau. Fangen wir doch mit Blau an. Hier findet man den Bäcker, Juweliere, Auktionatoren, Gildenhändler, Gemischtwaren, Handwerkswaren, Waffen, eine Bank, eine Schmiede an einer großen Wasserpfütze, Hevers Waffenkammer, in der Rüstung verkauft wird und ein Gasthaus mit einem Durchgang zur Brücke, die zu einem anderen Abteil der Stadt führt, für besonders erholsamen Schlaf, wenn ständig Leute an dir vorbeirennen. Außerdem sind hier noch Bergbaulehrer, die mit einem Schmiedeschild ausgeschildert sind und der wohl traurigste Anblick eines sogenannten Ingenieurs, den ich je in WoW gesehen habe. Weiter geht's zu den roten Zelten. Hier gibt's einen Metzger, Stäbe, Kochkunst, Kriegsharnische, die nicht ausgeschildert sind, Schusswaffen, noch mehr Waffen, weil die Schusswaffen und die Waffen aus dem blauen Abteil nicht reichen, Angler, einen Präriehundverkäufer, dessen Zelt so beschissen steht, dass man es selbst dann übersieht, wenn man drüber fliegt, und Totems. Totems. Hey, ich will auch ein Totem, aber die kann man scheinbar nicht kaufen. Ey du, los, gib mir ein Totem. Tut mir leid, ich verkaufe hier nichts. Da vorne steht aber, dass du Totems verkaufst. Naja, Und hinter dir sind ein Haufen Totems. Ja, ich, Also bist du Totemverkäufer. Ja, ich weiß. Okay, hör mir mal zu. Ich habe hier nur ein Visum und kann nur so lange bleiben, bis meine Totems verkauft sind. Also dreh dich um, sag, du hast es dir anders überlegt, weil die Wachen schon herschauen, und verpiss dich, bevor ich dir zeige, was man mit einem Totem so anstellen kann. Ja, der Totemverkäufer verkauft heute leider keine Totems. Hier in der Mitte brennt ein blau-grünes Feuer und daneben steht Croxy, der Unüberwindbare. Man muss seine Taschen plündern, um den dadurch erhaltenen Schlüssel auf ihn anzuwenden, um seine Rüstung auszuziehen und die 99% Damage-Reduzierung zu entfernen. Das ist so ziemlich der umständlichste Weg, einem die Kleider vom Leib zu reißen, aber jedem sein Fetisch. Ach ja, und da vorne steht Bane Bluetooth. Ich dachte, der ist auf den Dracheninseln. Und vielleicht sollte er nicht den ganzen Tag am Zelteingang stehen. Da bringen die Wachen hinter ihm herzlich wenig, wenn er angegriffen wird. Aber gut, der hat wohl schon genug durchgemacht. Da kann man auch mal den Wachen, die geschworen haben, ihn mit ihrem Leben zu schützen, 24/7 innerliche Panikzustände zumuten. Und dann würde ich gerne noch wissen, was in dieser gigantischen Pfeife im Zelt ist. Wer weiß, ob die Wachen überhaupt Bane beschützen. Vielleicht hält Bane ja Wache, während seine Angestellten die Ware testen. Jetzt reiß dich mal zusammen, das ist ein Reiseführer und kein Krimi. Oh, ja natürlich. Dann schauen wir uns doch mal die gelben Zelte an. Hier findet man Verzauberungskunst, Schneider, Lederer, Bögen, Kräuterkunde, ein Schmiedeofen ohne Schmied, ein Korbladen, der Taschenbeutel und Ranzen verkauft, eine Obst- und Gemüsehändlerin, die ausschließlich Äpfel hat, und noch eine gigantische Pfeife. Was zur Hölle? Ich kann das doch nicht einfach unkommentiert lassen. Halt dich da raus, das ist unser, das Problem der Tauren. Warte, unser? Ja, unser Reiseführer. Und nur darum geht es. Oder willst du mir unterstellen, dass ich mit den Tauren einen Deal habe, Donnerfels nach den vergangenen Razzien mit einem Reiseführer wieder reinzuwaschen und dafür etwas von ihrem Stoff bekomme? Okay, vielleicht war die Hypothese etwas zu ausführlich. Okay, das reicht. Ich will sofort wissen, was da drin ist. Nein, bleib von der Pfeife weg. Ich zieh da jetzt dran. Nein, nicht dran. Oh. Komisch. Ich merk gar nichts. Wow, ich sehe Farben, die es nicht geben sollte. Die ganzen Muster auf den Zelten sind also Gesichter. All die Windspiele. Jetzt ergibt die ganze Dekoration in Donnerfels einen Sinn. Ich bin im Land der bunten Kühe. Was zum... Warte, war's das? Ja, das hält nur wenige Sekunden und ist sofort wieder weg. Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Und dir ist schon klar, dass ich gerade deinen Sohn als Geisel halte. Ich hab keinen Sohn. Oh. Tja, tut mir leid, mein Kleiner. Du kannst wieder gehen. Mama!
Okay, wie wär's damit? Das bleibt alles unter uns und ich verdoppel dein Gehalt. Nein, ich werde... Wobei, ja komm, was soll's. Machen wir weiter mit der Anhöhe der Ältesten. Die erste der drei Felsinseln am Rand. Hier ist ein großes Zelt in der Mitte, in dem wir Priester sowie Druiden finden. Druiden, welche an Leder und Holz neben Schrot, Flinte und Knochen stehen. Leute, ihr solltet echt besser an eurer Tarnung arbeiten. Ich weiß, was hier abgeht. Druiden, dass ich nicht lache. Naja, außerhalb vom großen Zelt finden wir noch zwei Händler. Der eine verkauft Samen und irgendwelche Beutel und der andere Trommeln. Und nein, die Trommeln kann man auch nicht kaufen. Lass mich raten, du hast nur ein Visum? Ja. Woher weißt du das? Nicht so wichtig. Sonst gibt's hier nur noch einen Typ mit drei Dreckhaufen und schon können wir zur Anhöhe der Jäger. Wie es der Name schon sagt, findet man hier Paladin-Lehrer. Oh, warte. Ein Schurken, Krieger, da, Jägerlehrer. Ja, Jägerlehrer. Wie es der Name schon vermuten lässt, befinden sich hier die Jägerlehrer und neben dem Hauptgebäude kann man den Trainingsattrappen noch das Holz polieren. Wenn man danach noch Bock hat, kann man auch gleich noch zu den Kampfmeistern, die einem ins Gesicht sagen, dass man nicht gut genug ist, einem aber trotzdem die Möglichkeit geben, sich für PvP anzumelden. Was mittlerweile sowieso über den Browser geht, also wer ist hier nicht gut genug, hä? Blöde Kuh. Somit sind wir hier auch schon fertig und können zum letzten Teil von Donnerfels. Die Anhöhe der Geister. Hier parkt der Zeppelin, der zwischen Donnerfels und Orgrimmar fliegt. Hier ist ein Zelt, welches so unnötig kompliziert gebaut wurde, nur um das Dach noch undichter zu machen, als es eh schon ist. Und Windmühlen, die zwar die Funktion zum Malen vortäuschen, aber nichts malen. Ich meine, sogar auf dem Totem ist der Mist. Windrad okay, aber was soll das? Was ist das hier? Warum? Dann ist hier noch Kodoleder rein zur Deko am Zelt. Im großen Zelt sind drei Schamanen, aber nur eine Mönchlehrerin. Und außerhalb findet man spirituelle Heilung in Form von durchaus physischen Verbänden. Damit haben wir fast alles gesehen. Wagen wir noch einen Blick in die Teiche der Visionen. Schaut mal, ein Hexerzirkel. Ich kann es mir nicht leisten, mit euresgleichen meine Zeit zu verschwenden, Schurke. Okay, hab dich auch lieb, ich gehe ja schon. Hier hätten wir Magier sowie deren Portallehrer und weitere Priesterlehrer, weil die Priesterlehrer auf der Anhöhe der Ältesten scheinbar nicht reichen. Also das ist ja alles schön und gut, aber mich interessiert, warum das Wasser hier so leuchtet. Es heißt, dass die Teiche jenen Visionen ermöglichen, die ihre Energien bündeln können. Ich glaube jedoch, dass da wieder was verheimlicht wird. Mann, nicht alles in Donnerfels muss gleich eine. Ich weiß, wie ich die Energie bündel. Ich sauf das jetzt. Nein, what the fuck, du kannst doch nicht. Okay, mir ist etwas flau im Magen, aber sonst geht's mir eigentlich. So, das war's. Ich kann schmecken, wie sich mein Gehirn verflüssigt. Wir sehen uns nie wieder, euer Reiseführer Muhammad.